Viele, viele Jahre gemeinsam mit Udo Jürgens unterwegs gewesen. Beinahe 40 Jahre sind das gewesen. Und heute Abend stehen Sie hier mit uns gemeinsam, um an Udo Jürgens zu erinnern. Bevor es soweit ist, erleben wir Sie aber erstmal alleine mit einem anderen wunderbaren Künstler aus der Schweiz, ein großartiger Entertainer, der jetzt für Sie zwei Hits singt, die Sie alle kennen. Wir freuen uns auf Pino Gasparini und die Pepe Lienhardt Big Band. Kiss me goodnight, bop, booty, 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 bop, boom, banana, boom, bang, do, banana, hoo, boom, boom, sera, senorina, boom, na, sera. It is time to say goodnight to Napoli. And it's hard for us to whisper, bona sera, without a moon above the Mediterranean Sea. While I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Oh yeah. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling hits romance. Ooh, what I say. There will come a day, and you to pass away. What will you say about me? When the end comes, I know they just a gigolo. Life goes on without me, cause I ain't got no nobody cares for me. Nobody cares, cares for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come and take a chance with me, cause I ain't so bad. Swing on! Sweet mama, come and take a chance with me, cause I ain't so bad. Swing on, baby. I can't get nobody. 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 No one. Nobody cares for me. Mit der Pepe Lienhardt Big Band. Dank euch, Pepe. Danke. Ein wunderbarer Tag heute, dass ihr alle da seid. Ich finde es großartig. Pino hat auch mit Udo ganz viele Tourneen gemeinsam auf der Bühne gestanden. Wie viele Jahre wart ihr zusammen unterwegs? 37 Jahre. 37 Jahre. Er hat mit großartigen Leuten überhaupt gearbeitet. Ja. Es war für Udo ein großes Glück, dass ihr zusammen wart. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Whitney Houston, Joe Cocker, Michael Bublé. Das sind alles Namen wie Musik. Ne? Aber lass uns beim Udo bleiben. Ja. Udo hätte gestern Geburtstag gehabt. Er wäre 82 geworden. Ja. Was war das für ein Tag gestern für euch? Wir haben an ihn gedacht, wir haben nach der Probe auf ihn angestoßen mit seinem Lieblingsgetränk, mit einem Wodka Tonic. Echt? Das war sein Lieblingsgetränk? Wir zusammen haben an ihn gedacht, ja. Ja. Ihr habt 37 Jahre gemeinsam auf der Bühne gestanden, ihr habt unzählige Tourneen gemeinsam, ihr wart hier bei mir in der Sendung, Udo war ein gern gesehener Gast hier bei uns, wir haben ihn alle geliebt, wir vermissen ihn alle sehr. Was ist die liebste Erinnerung von euch an ihn? Natürlich unzählig schöne Erinnerungen, aber für mich die liebste ist halt die letzte. Ein Tag vor seinem Tod war ich mit ihm essen
Und er hat sich so liebevoll verabschiedet. Er wollte in Urlaub fahren am nächsten Tag nach Portugal. Er hat mich umarmt und hat mir gedankt für meine Arbeit, für meine Unterstützung, die ich ihm immer gebe. Das war sehr emotional. Wir haben natürlich nicht gewusst, dass ein Abschied für immer ist. Aber wenn ich zurückdenke, ist das wirklich ein ganz starker Moment gewesen. Ihr habt lange für euch entschieden, auf euren Konzerten die Hits von Udo nicht zu spielen. Jetzt habt ihr das anders gemacht. Ihr seid wieder bereit, sie zu spielen. Wer oder was hat sie umgestimmt? Meine Frau, die war die Erste, die gesagt hat, wenn ihr auf Tournee geht, dann müsst ihr Udos Lieder spielen. Früher haben wir das nie gemacht, dann waren wir mit dem Original unterwegs. Aber jetzt auf der Tour muss das unbedingt sein. Und deswegen freuen wir uns, dass das auch heute Abend hier bei uns stattfindet, dass wir euch erleben mit den großen Hits von Udo. Wir haben uns drei ausgesucht. Wir haben wunderbare Künstler, die diese Hommage mit euch gemeinsam jetzt gestalten. Ich freue mich sehr auf den...